Ach Scheiße, was für ein Wetter, ey. Ich hab kurze Hosen an. Hä? Mit die Bestie. Jetzt müssen wir mit dem Bogen kämpfen, ernsthaft? Ist doch kacke, ey. Ja, Bestie. Wir haben immer diesen scheiß Feuer da drüben, Alter. Ja. So abgefunden. Was? Bestie da, wo sie am schwächsten ist. Wow. Ja. Hä? Alter, hä? Du kannst mich im Dunkeln bekämpfen. Zünde die Signalfeuer. Was sind die denn? Was? Oh, was? Geh weg! Blöder Bär, Alter. Oh, was ist denn da mir? Ziele auf die Schwachstelle im Herzen deiner Sünden. Kämpfe deine innere Bestie. Was willst du von mir, Alter? Komm hoch! Was? Das gibt's doch nicht! Zeig dein Bauch! Oh nein! Abbruch! Abbruch! Zeig einfach auf. Aber man hat wenigstens so unendlich Pfeile. Mann auch. Alter. Schon wieder? Oh, was? So ein Pennerbär, Alter. Pennerbär? Ist der eigentlich dieser Dude? Hä? Komm her, boxen wir den Bär. Alter, Alter, wo ist er? Alter! Alter! Alter, ne? Wie geil! Können wir mal klären, was da liegt? Keine Ahnung. Einigen darf nicht erlaubt werden, an dem Wunder teilzuhaben. Selbst wenn ich sie liebe. Selbst wenn sie zur Familie gehören. Wir dürfen die Bestie der Sünde nicht füttern. Okay. Na gut. Wollen wir nochmal so ein paar Bären so? Ein paar Bären boxen. Du wirst der Hirte meiner Leute sein. Doch nee, doch kein Hirte, Mensch. Begleite mich nach New Eden. Müssen wir dir jetzt wieder folgen? Wir müssen dahin, Alter. Dann rast dich aus und töte den Penner. Lass ihn einfach liegen. Ach ja. Unsere Zukunft hängt von der Einhaltung meiner Anweisungen ab. Wir können nicht mehr darauf bauen, dass Joseph uns rettet. Er kommt nicht zurück. Wir können nur wir sehen. Von ihm lossagen und... Nee. Vater. Ethan. Vater? Der Vater. Lass mich dich anfassen, mein Freund. Wo bist du gewesen? Dich auch. Und dich auch. Unser Land wird belagert, unsere Leute werden bedroht. Und Moin, Kumpel. Du verschwindest. Du gingst, als wir dich am dringendsten brauchten. Ist einfach der Avatar. Um Gottes Plan zu hören, mein Sohn. Wer ihn am meisten braucht, verschwindet. Um Gottes Plan zu hören. Meine Kinder. Oh, jetzt ist er nicht mehr wichtig. Ich weiß, dass ihr gelitten habt. Wie er guckt. Und ich weiß, dass ihr Angst habt. Ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert. Ich habe euch viel zu lange allein gelassen. Aber ich habe euch nie aufgegeben. Gott sprach zu mir. Und er hat mir einen Weg hinaus aus dieser Dunkelheit gezeigt. Wir werden uns nicht mehr hinter diesen Mauern verstecken. Wir werden von nun an nicht mehr nur hoffen, dass diese Heuschreckenplage uns in Frieden lässt. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen. Deshalb hat Gott uns sein Schwert gesandt.
Hier! Ich bin das Schwert? Gott hat seine Seele. Was bin ich, der Bogen oder was? Gut. Und sie Scheide. Ist rein. Und ich stehe hier vor euch, um zu bezeugen, dass dieser Fremde unser Hirte ist. Vater! Vater! Und gemeinsam werden wir gegen die Horden vor unseren Toren kämpfen. Und gemeinsam marschieren wir in die Zukunft, die Gott uns versprochen hat. Nein! Sehr, sehr gut. Du hast mich verlassen. Ein bisschen? Du hast uns verlassen. Überblick verloren ohne bei den ganzen Leuten. Ohne ein Wort, ohne Anweisungen. Ich musste führen, so gut ich eben konnte. Und jetzt kommst du zurück, als wäre nichts gewesen und übernimmst die Führung? Ja. Ich ja, die Frau ist cool. New Eden, folgt mir! Wir stehen hinter dem Vater! So. Ich weiß, du trugst eine schwere Bürde in meiner Abwesenheit. Ich verstehe das. Es ist Gottes Wille. Und manchmal müssen wir opfern, was wir am meisten wollen. Um Gottes Wunsch zu respektieren. Was hast du je geopfert? Eines Tages siehst du das Licht. Ich verspreche es. Oh, sensibler Junge. Kommt. Oder so ein Konflikt. Lasst uns zusammengehen. Hm. Wir haben viel zu tun. Ich glaube, der ist ein bisschen sauer. Und wupp, weg war er. Oh, Alter. Looten. Na Junge, was geht? Na, Alter. Junge, rede mit mir. Er sagt nichts. Okay. Meine Familie kann nicht ewig kämpfen. Und was dich angeht, denk an Gottes Geschenk. Was du bisher erlebt hast, ist nur ein Vorgeschmack auf Gottes Macht. Vergeude sie nicht. Außerdem gestatte ich meinem Judge, dir zu folgen. Die sprechen nur eine Sprache. Ist das der Judge? Die der Gewalt. Das ist der Judge, der Maskmann. Kann mein Judge dir helfen? Ich kenne nur Big Quatsch, kenne ich. Sein kannst, musst du unser Schwert sein. Ich kenne nur Quatsch mit Soße. Geh und mache dieses Land sicherer für alle, ja, die Frieden ich auf den Sack leben jetzt. Wollen. Hätte man sich auch noch keine Schuhe an, ne? Mann. Endlich. Alter. Okay. Zeit to run. Heimkehr, Story-Mission. Müssen wir hin. Aber wir müssen nur zurück. Herzhaft. Wahrscheinlich ganz am Anfang, aber da können wir einfach schnell reisen. Ja. Jetzt können wir so tun, als wären wir denen nie begegnet. Und sagen einfach, Joseph ist tot. Warum ich so lange weg war? Ja, wie Allgemeinheit, ne? Also, ich war Kippen holen. Sprich mit Kim. Jung. Hi. Wir haben ein Problem. Schön, dass es dir gut geht. Ich wollte dich warnen. Du hast recht. Verlieren wir keine Zeit. Rush wird vermisst und ich mache mir Sorgen. Schon wieder? Aber sei vorsichtig. Was macht denn der alte Sack immer? Hier oben ist er wahrscheinlich nicht. Aber hier liegen ein paar Teile. Ah. Da oben? Ja, ein paar Teile. Dann wird geludet. Ah, hier auch. Da auch. Wir noch höher? Nö. Mal gucken, ob ich was bauen kann. Wo sollen wir denn jetzt hin? Bitte warte. Hallo? Ah, jetzt. Ah, guck mal. Was denn? Der Puma gibt 60 Platin. Geil. Was ist ein billiger Puma? Ja, hat 60 Platin gegeben. Wie fehlen mir jetzt noch für die Sniper? Boah, viel zu viel. Der gibt 60 Komponenten. Aber irgendwas hat mir 60 Platin gegeben. Ja. Läuft. Mir nicht. Ja, gut, dir. Also, der Glückstreffer Compoundbogen oder der Curvebogen Blood Dragon. Der sieht natürlich geil aus.
Blood Dragon Bogen. Der Einhornflammenwerfer auch nicht schlecht. Oder der Dingswerfer, der einfach gelenkte Sägeblätter verschießt. Naja. So, wo sollen wir den jetzt suchen? Ja. Ja, gar nicht mal. 30 und 100 Schaden, wie viel hat. Ja, die ist immer noch viel besser. Wo sollen wir den Spasti denn jetzt suchen? Ganz ehrlich, der könnte überall sein. Ja. Geh mal raus, vielleicht passiert dann was. Hm. Egal. Naja. Du wolltest dir eine Partie einziehen. Hallo. Hallo. Jetzt keine Dummheiten. Alter. Diesmal bin ich schwer verletzt. Echt, ey, ich bin schwer verletzt. Mein Junge. Hauptsache, du willst da mal mit spawnen. Geh weg, geh weg. Lass ihn in Ruhe. Geh weg. Ah, warte, hier reden wir mit uns. Aber du hörst hier nicht auf uns. Wir haben deine Leute. Wir haben Rush. Komm zur alten Düngemittelfabrik. Da werdet ihr alle was lernen. Okay. Oh, machen wir die mal fertig, würde ich sagen. Also, die kriegt jetzt richtig ein. Ich brauche noch Munition. Vorher geht hier gar nichts. Das, yeah. Ab in die Stammkneipe. Hallo. Ich hatte meine Zweifel, nachdem uns die halbe. Ja, und ich wollte nochmal was gucken. Mission erfüllen. Zack. Wo ist das Ding jetzt? Das ist die Düngemittelfabrik. Oh, die ist ja gar nicht so weit. Oh, können wir da hinreisen? Jetzt sehen natürlich, ne? Om. Ja, moin. Aber jetzt mal ganz kurz. Nö. Du hast uns in Prosperity zusammengehalten. Danke. Kann man denn so herstellen? Können wir nichts herstellen? Was? Nein, nicht herstellen. Nicht schlecht. Na ja, gut, sparen wir noch mal ein bisschen. Ich bin tot. Was? Ernsthaft? Warum bist du denn tot? Mich eventuell überfahren lassen? Hä? Nochmal? Was ist denn? Ich spawn einfach neu. Ah, ja, geil. So, nächster Versuch. Ach, gucken wir mal. Los geht's. Wir hätten uns zwar auch ein Auto machen können, aber gut. Ja, komm, die 300 Meter. Ich habe so viel Lungenkapazität geskillt, das muss sich auch lohnen. Da
fällt mir ein, ich muss die Punkte mal einsetzen. Hä? Ich gehe halt ohne Scheiß immer weiter in Lungenkapazität. Ich hab jetzt, bin jetzt Stufe 9. Warum? Was hab ich Stufe denn? Stufe 11, Alter. Hm, das hier. Das ist ah, so Upgrade. Ich sag Knacken, aber das andere macht auch nicht so richtig Sinn. Mal ein bisschen mehr. Was ist das hier unten? Okay. Was ist denn Edens Geschenk da unten? Glaubenssprung. Was ist Edens Geschenk? Okay. Werde ich dann mal machen. Ach, da haben wir das ja. Mit den Entschärfen von Autos. Genau, mach das mal. Ja, hab ich. Oder genau mal. Deswegen mussten wir es schließlich selbst in die Hand nehmen. Huch. Erreiche die gefangene Geisel. Jetzt sind wir an der Reihe und machen Probleme. Nö. Die Leute hier zählen auf dich. Wir werden denen aber mal zeigen, was für ein Fluch du eigentlich bist. Glaube ich nicht. Okay. Irgendwas piept hier. Ja, hörst du es auch? Ja, ja. Lust auf mehr? Du hast ohne eben keine Wahl. Ah, das sind Bomben. Was hast du davon, wenn du dich mit uns anlegst? Ja, ich hab die Karte doch entschärft. Entschärft man die. Ich hab dich gewarnt, verdammt. Man lernt nie aus. Das hat Paps immer gesagt. Was musst du? Seht das als entschärft? Nein. Hä, vor allen Dingen. Und Scheiß. Ich kann halt fucking Bomben finden. Irgendwie runter? Ach ja. Uff. Aber knapp. Oh fuck! Was los? Ich bin mit dem Rückzufall gegen die Klippen gefahren. So richtig dumm dagegen geklatscht. Oh nein, like, Alter! Das kann noch gut ausgehen. Oh, entschärfen. Die einen habe ich entschärft. Ja, ich komme. Da kommen Leute! Ja, die machen mir platt. Aber wir haben auch nur noch anderthalb Minuten. Hä? Ach, Penner, ey. Ich hab ihn. Warum? Ja? Nee. Ist hier drin irgendwo. Auch nicht. Hä? Gibt's hier irgendwo hoch? Ja, hier hinten. Hier. Also, wir brauchen eine Karte dafür. Ach, die hier vielleicht. Ah, guck. Nummer 2. Ihr dachtet, ihr könnt hier den Dicken markieren? Ihr dachtet, ihr könnt uns in den Schatten stellen? Ah, hier. Und jetzt seht euch an. Hä, wieso? Wir sind doch ganz gut. Ist kein was das? Blöde Kuh, ey. Da oben. Okay, hast du? Ich komm hier nicht ran, weil der fucking Traktor im Weg steht. Ich muss ihn erst reparieren. Okay, aber. Jetzt nicht aufgeben, Häschen. Immer steht es dann um dein Gedächtnis. Du wirst es nämlich gleich gut gebrauchen können. Ja. Oh. Ach du Scheiße. Nein! Ach du Kacke! Ja, aber. Wie sollen wir das denn wissen? Stehen da irgendwie Zahlen da nur? Da steht nichts? Okay, warte mal, vielleicht okay. Steht hier irgendwie. Die vier? Vier? Ja? Oh fuck. Okay.
Okay, also 4, dann die 2, die 1. Ja, Mann! Hast du das irgendwo gesehen oder ist einfach geraten? Ich hab geraten, ne? Ich auch! Läuft! Los, raus mit euch, Jungs! Ich frag mich, was wir machen, wenn uns. Hä, was denn jetzt noch? Wir müssen auf irgendwas schießen. Da oben? Sollen wir denn da hochkommen, Alter? Hier hoch. Hä? Ah, hier sind Leiter. Hä, wie sollen wir denn da hochkommen? Autsch, ja. Oh fuck, Alter! Ich bin schon wieder tot. Ja, ich auch. Läuft. Man darf wahrscheinlich nicht von so nah dran da drauf schießen. Oh Mann, ey. Okay, aber... War das 4, 2, 1, 3, ne? Nee, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal machen. Einfach immer noch mehr aus ihm rausquetschen, bis nur was übrig ist. Jetzt komme ich da nicht raus, oder was? Ach, da hängt ein Typ dran, okay. Also draufschießen ist vielleicht gar nicht so eine Idee. Also auf die Bomben. Ja, ich kletter gerade hoch. Was? Komm nicht zu nah, sonst geht die Geisel hoch. Alter. Komm nicht zu nah, sonst geht die Geisel hoch. Wo ist die Kette? Ach da. Warte. Junge, du bist frei. Ja. Warte mal, vielleicht kann ich die von hier unten holen. Ja, ja, kannst du von unten holen. Ja, sehr gut. Nice. Alter. Hä? Ich meine, wenn die töten wollen, können die das doch einfach machen. Hey, ich sehe den da oben noch immer. So, die Täterraffinerie. Oh, wir sollen unsere Waffen lagern. Och nö. Pussys, ey. Vor allem, welcher normale Kerl würde es machen? Verschwinde hier! Hau ab! Okay. Ja, okay, dann gehen wir mal wieder. Sehr bekannt vor. Vielleicht töten wir jetzt die erste. Ich hoffe. Oder alle beide. Entspann dich. Bleib doch noch. Werden wir jetzt gefoltert? Nee, wie ich hat, nicht. Wie hat der Vollidiot sich überhaupt gefangen, das nicht? Sieh dir das an. Von der in der Basis. Siehst du, wie leicht es sein kann, mit dir klarzukommen? Ich wollte, dass du das verstehst. Ich wollte, dass du einsiehst, dass es anders hätte enden können, wenn du auf uns gehört hättest und gegangen wärst. Was bist du hässlich? Doch du hast den Stock gewählt. Hier ist er. Alter! Haben die ihn gerade getötet? Ja. Wir brauchen ihn noch. Ja, Mann, komm! Jetzt will er zum Heil, Alter! Ja! Es wird ewig dauern, diese Hoffnung und Träume von meinen Stiefeln zu kratzen. Ja, ja, ja. Weißt du, bevor du hier aufgetaucht bist, lief einfach alles verdammt großartig. Dann kommst du hierher mit deinem schicken Zug und deinen schicken Leuten und versuchst diesen Ort in etwas zu verwandeln, was wir niemals sein. Und als wir vernünftig sein wollten, musstest du ja unbedingt ins Wespennest stechen. Und immer wieder. Nur weil du dachtest, es gäbe Hoffnung für die Zukunft. Es gibt keine Hoffnung für dich. Keine Zukunft. Für niemanden. Komm schon. Was ist los? Mach jetzt. Los jetzt. Jawoll. Und jetzt stirb du mir. Ja, Mann. Ja, Mann. Erstmal schön. Und jetzt und? Jawoll. Genau.
Bahne. Und tot. Spiel vorbei. Ja. Vielen Dank fürs